Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video bezüglich dem Achtelfinale der WM 2022 in Katar. Ich bin der Jeff von Zauber des Fußballs. Und ich bin der Dennis von Kanal Immon 615 und wir machen natürlich die Tipps auch des Achtelfinals. Genau, Dennis, aber bevor wir anfangen, möchte ich von dir hören, welche Mannschaft, wir nehmen jetzt mal Deutschland zur Seite, hat dich am meisten enttäuscht? Enttäuscht. Und welche Mannschaft hat dich am meisten überrascht? Okay, enttäuscht. Enttäuscht würde ich fast schon sagen, also wenn ich an Anfang der Weltmeisterschaft gucke und jetzt gucke, würde ich sagen, Belgien hat mich am meisten enttäuscht. Also dafür, dass die Qualität der Belgier eigentlich relativ hoch ist und dann so ein Abschneiden in der Gruppenphase, das war schon echt unterirdisch. Ja, mal gucken, was die belgische Generation nach dieser Generation jetzt machen wird. Positiv überrascht, definitiv, ist definitiv Marokko gewesen. Also Marokko hat positiv überrascht und vielleicht sehen wir sie auch noch weiterhin im Turnier. Was ist denn deine Meinung dazu? Nicht wundern, Dennis, wenn du siehst, dass wir oft gleich getippt haben, denn ja. Auch hier hätte ich jetzt Belgien gesagt und auch hier hätte ich jetzt Marokko gesagt. Ne, also die goldene Generation, wie sie ja von allen genannt worden ist, von Belgien, also die ist, ne, das war ja wirklich der totale Flop auch von meinem lieben Lukaku, also die komplette Mannschaft, De Bruyne, wer auch immer, jeder Spieler einfach hat enttäuscht und Marokko sicherlich überraschend Gruppenerster. Komm, dann würde ich sagen, liebe Dennis, fangen wir dann gleich an mit dem ersten Tipp. Das erste Spiel, es kommt. So, hier ist es, Niederlande gegen USA. Ja. Dennis, weshalb hast du 1-0 getippt? Ja, ich habe 1-0 getippt, da ja auf der einen Seite die Niederländer eigentlich diese ganze Gruppenphase mich persönlich zwar nicht überzeugt hat, aber sie trotzdem die Ergebnisse eingefahren hat. Auch gegen Katar, 2-0 gewonnen, überforderte Kataris eigentlich, ja, jetzt nicht zwingend gegen die Wand gespielt, weil sie selber auch nicht überzeugt haben, aber nun gut, 2-0. Also bei meinem Bundesliga-Tipp sage ich immer gerne dazu, das war so ein Arbeitserfolg-Ding. Bei der USA ist es so, dass sie 1-0 gewonnen haben gegen den Iran, das Ticken bessere Team waren. Ich fand es so ein bisschen erschreckend, dass der Iran irgendwie keine Antwort auf dieses 1-0 hatte. Und ich denke mal, vielleicht wird dieses Spiel lange Zeit in Richtung 0-0 tendieren. Und irgendein Niederländer macht dann den Lucky Punch und dementsprechend wird das Spiel noch nach 90 Minuten mit 1-0 entschieden. Ähnliche Meinung? USA in den drei Spielen der Gruppenphase nur ein Gegentor. Und das, obwohl er jetzt die Gruppe nicht unbedingt die schlechteste war, jetzt von den Mannschaften her. Ne? Denn immerhin war in der Gruppe England, Iran und Wales, die übrigens auch sehr enttäuscht haben in dieser WM, so viel zum Thema, wer enttäuscht hat. Wie gesagt, ein Gegentor in zwei Spielen. Dass Niederlande den klar besseren Kader hat, da sind wir uns ja, denke ich mal, beide einig. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Niederlande wird gewinnen, aber jetzt nicht sehr hoch. Wie gesagt, USA, drei Spiele, ein Gegentor. Das wird dann das zweite Gegentor sein. Und was dann für die Amerikaner dazu bedeutet praktisch, dass sie dann halt eben ausscheiden werden. Ja. Aber leider trifft es immer wieder ein Team, ne, würde ich sagen. Das ist das Problem in diesem Achtelfinale oder besser gesagt in K.O.-Spielen grundsätzlich. Es trifft immer ein Team. Und daher würde ich schon sagen, gehen wir ins nächste Spiel. Ne? Das nächste Spiel ist das Spiel nämlich zwischen Argentinien und Australien. Ja, vielleicht für einige auch etwas überraschend, dass die Australier dabei sind in diesem Spiel. Hier ein unterschiedlicher Tipp von uns. Zwar derselbe Sieger, aber dennoch ein unterschiedlicher Tipp. Meine Wenigkeit tippt auf ein 3-0 der Argentinier gegen Australien. Der Jeff sagt ein 2-0 voraus. Argentinien im letzten Spiel gegen Polen einen dominanten Auftritt. Eigentlich, ja, bislang Weltmeister würde ich mal noch nicht ganz. Und genau deswegen denke ich, die Steigerung gegen Australien wird kommen. Und dann sind sie doch endlich in der Form, wo viele sie erwarten. Und ja, Australien im letzten Spiel 1-0 gewonnen gegen Dänemark, die einfach in diesem gesamten Spiel extrem offensiv rangegangen sind. Und ja, Australien sich mit Händen und Füßen gewehrt hat und am Ende mit einem Kontertor 1-0 gewonnen hat und überhaupt erst da ist.
Ich würde ja sagen, die tun sich enorm schwer gegen Argentinien, werden ähnlich defensiv agieren wie gegen Dänemark, aber es klingelt ein ums andere Mal und dementsprechend dann auch die Höhe. Siehst du das auch so? Argentinien hat bereits in dieser WM zweimal 2-0 gewonnen, sprich gegen Mexiko und eben das letzte Spiel gegen Polen. Ja, ich bin der Meinung, dass dann auch das dritte Spiel hintereinander 2-0 gewonnen wird. Gut, Argentinien hat mich jetzt sicherlich beim Spiel gegen Polen etwas mehr überzeugt als die zwei Spiele zuvor. Australien, ja, sie sind eben ins Achtelfinale gekommen mit 6 Punkten, ja. Aber wenn sie dann gegen eine Mannschaft spielt, die deutlich überlegen ist, wie zum Beispiel gegen Frankreich, da hat man ja gesehen, wir wissen alle, wie das Spiel ausgegangen ist, 4-1. Und wie gesagt, Argentinien nach wie vor überzeugt mich jetzt nicht so sehr wie jetzt andere Mannschaften, aber sicherlich gegen Australien wird das ein nichtsdestotrotz klarer Sieg, leichter Sieg für die Argentinier. Die Bookmakers sind ja mehr oder weniger auch dieser Meinung, denn die Quote für Argentinien ist nur 1,21. Um ein Beispiel, das ist wie wenn Bayern gegen Bochum spielen sollte. Von daher haben wir, denke ich mal, also von den Quoten her, ist es wie wenn Bayern gegen Bochum spielen würde. Ne? Okay. Von daher würde ich sagen, Dennis, haben wir alles gesagt. Dann zu diesem Spiel würde ich sagen. Ja, wobei Bayern gegen Bochum, ne, da haben wir schon in den letzten Jahren einige Überraschungen erlebt. Ne? Also. Das stimmt. Ich meine, klar ist, Dennis, wir reden von einem Achtelfinalspiel, ne, wo natürlich alles passieren kann. Ein schlechter Tag von Messi und von mindestens noch einer oder zwei von den ersten elf und dann ist die Überraschung da. Ja. Ne? Aber ich meine, jetzt vorm Spiel ist es ganz klar, ne, dass Argentinien der absolute Favorit in diesem Spiel ist. Ja. Ja, Dennis. Deswegen gehen wir zum nächsten Spiel direkt, würde ich sagen, Jeff. Und das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Frankreich und Polen. Und ja, die Franzosen im letzten Spiel mit 1-0 verloren gegen Tunesien mit B11. Und unser Tipp ist tatsächlich dasselbe. Also wir tippen beide auf einen französischen Sieg, auf ein 2-0. Ja, wie gesagt, Frankreich mit B11 gegen Tunesien. Die B11 hat nicht das gezeigt, was die A11 zeigt, aber am Ende ist es fast schon egal, denn man ist ja trotzdem als Gruppenerster durchgekommen und alles gut. Polen im letzten Spiel gegen Argentinien 0-2 verloren, den Elfmeter im ersten Durchgang gehalten, im zweiten Durchgang hat man eben einfach nicht mehr standgehalten und deswegen dann auch 2-0 verloren. Jetzt im Spiel denke ich mal, dass die Franzosen eben wieder mit A11 spielen werden, die A11 vielleicht jetzt nicht die Überzeugendes auf dem Platz zeigen werden, aber am Ende 2-0 gewinnen und am Ende interessiert es wahrscheinlich auch nicht wirklich einen Franzosen, wie sie das 2-0 geschafft haben, sondern dass sie es geschafft haben, oder? Absolut, 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 das sehe ich genauso, Dennis. Polen, ja, sie sind zwar eben im Achtelfinale, aber überzeugt haben ja die Polen bislang sicherlich so gut wie keinem. Ne? Also das war ja das 0-0 gegen Mexiko, das war ein Rumgekicker. Dann 2-0 gegen Saudi-Arabien. Ja, Saudi-Arabien hat gegen Argentinien gewonnen, aber wie ich ja schon gesagt habe, nur deshalb sind sie jetzt nicht auf einmal ein Top-Team. Ne? Somit hat es dann für Polen gereicht, sage ich jetzt mal, die Stärke, ne, um halt gegen Saudi-Arabien zu gewinnen. Dann aber Argentinien, ja, und eigentlich das Gleiche wie bei dem Spiel zuvor, ne? Wenn man dann halt eben eine super Mannschaft dann halt eben hat, ne, dann 2-0 verloren. Hier wird es genauso sein. Frankreich ist ja immer noch mein Favorit für diese WM, trotz Niederlagen gegen Tunesien. Ich meine, wir wissen alle, warum Frankreich verloren hat. Ne? Hätte Frankreich, wenn es für Frankreich noch was gegangen wäre, dann hätten sie ja nie im Leben dieses Spiel verloren. Ne? Von daher, klar, wahr ist zwar, dass die B11 von Frankreich das 7/11 von den Spielern immer noch bei 3/4 der anderen Mannschaften Stammspieler wären, aber es ist einfach vielleicht auch die Angst, sich zu verletzen, die Angst, eine rote Karte zu kriegen, ne? Und deswegen hat Frankreich dann gegen Tunesien verloren, aber gegen Polen wird es jetzt
da geht es jetzt wieder um was. Somit wird auch die A11 spielen und somit wird auch hier Frankreich ganz klar gewinnen. Mal, ich bringe dich zum Lachen, lieber Dennis, denn hier ist die Quote 1,31. Das ist dann ungefähr wie wenn Bayern gegen Augsburg spielen würde. Ich will ja nicht sagen, ne? Aber Augsburg ja, okay, hat ja, gegen die Bayern schon gewonnen. Erst vor das kurzem. Stimmt. Also. Das stimmt. Aber du weißt ja ganz genau, Dennis, dass wenn wir das Spiel nochmal, wenn das Spiel nochmal 20 Mal gespielt wird, wird 19 Mal oder vielleicht sogar 20 Mal Bayern gewinnen, ne? Von daher. Ja, so viel zu diesem Spiel, Dennis. Dann ja. Können wir ja direkt zum nächsten Spiel wechseln, zum vierten Spiel. Auch hier meiner Meinung nach eine ganz klare Sache. Auch hier, lieber Dennis, sind wir uns einig. Auch hier haben wir beide ein 2-0 getippt. England gegen Senegal. So, sag mir doch bitte, weshalb du auch hier 2-0 für England getippt hast. Ja, tatsächlich bei den Engländern, erster Durchgang gegen die Waliser, Schwerkost für den normalen Fan, der jetzt das Spiel sich genießen möchte. In den zweiten Durchgang haben die Engländer definitiv endlich ihre Tore gemacht, was irgendwie im ersten Durchgang so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Haben 3-0 gewonnen gegen Wales. Jetzt geht's gegen Senegal, der Afrikameister, der, ja, aus meiner Sicht relativ hauchdünn gewonnen hat gegen Ecuador. Also klar, sie waren das bessere Team, ja, aber nach dem Ausgleich lag so ein bisschen die Überraschung in der Luft aus meiner Sicht. Also Ecuador hätte dieses Spiel auch ganz böse kippen können, wenn nicht Koulibaly kurz nach dem 1-1 dann doch das Tor erzielt hat. Also eine Achterbahnfahrt für Senegal, die aber jetzt gegen England, wir haben das ja schon bei den Niederländern gesehen, doch dann aus Senegals Sicht die Endstation sein wird. Deine Meinung dazu? Ja, absolut. England hat in diesen ersten drei Spielen der Gruppenphase 9 Tore geschossen und nur 2 Gegentore, das beide gegen Iran. Du weißt ja, Dennis, ich sehe England mindestens bis zum Halbfinale. Senegal, ja, um Gottes Willen, 6 Punkte geholt, 5-4 Tore geschossen bislang. Aber gut, Katar, ne, Katar, das haben wir schon mehrmals gesagt, Drittliganiveau. Somit der Sieg gegen Ecuador, ja, war dann am Ende sicherlich überraschend. Wenn ich mich nicht täusche, denn es hatten wir sogar beide auf Ecuador getippt. Aber wie du gesagt hast, gegen England, da, ja, Endstation, wie du so schön gesagt hast, auch hier muss man sagen, auch hier recht eindeutig auch für die Bookmaker. Die Quote ist etwas höher, 1,53, aber nicht desto trotz ein klarer Sieg. Ich muss sagen, Dennis, dass wir generell in diesen 8 Spielen jetzt nicht unbedingt ein Topspiel haben oder generell, wo es, ich sag jetzt mal, wo man sagen kann, okay, hier kann es 1 unentschieden oder auch 2 ausgehen. Also sprich, alles eigentlich, wenn dann vielleicht nur ein Spiel, wo wir jetzt kommen werden, aber bislang diese ersten 4 Spiele, würde ich sagen, Dennis, alles so ziemlich eindeutig. Wir werden sicherlich auch bei diesem Spiel nicht die Einzigen sein, die dann am Ende 2-0 tippen werden. Ja, voll kommt gut. Denn jetzt das nächste Spiel? Ist es jetzt etwas spannender, Dennis, ja, oder? Auf jeden Fall, deswegen habe ich mich schon ein bisschen gewundert über deine Aussage, denn das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Japan und Kroatien und ich denke mal bei dieser Begegnung, es gibt die Lager und es gibt die Lager. Wir sind beide Lager Kroatien in der Hinsicht, denken beide, dass Kroatien gewinnt, aber mit unterschiedlichen Ausgangssituationen. Der Jeff sagt, dass Kroatien gewinnt nach Verlängerung. Ich sag, dass die Kroaten das tatsächlich schon schaffen nach 90 Minuten. Ja, Japan im letzten Spiel gegen Spanien 2-1 gewonnen. Irgendwie das japanische Spiel ähnelte sehr stark das Spiel gegen Deutschland. Lag erst zurück, kam dann im zweiten Durchgang wieder mit Taktikwechsel und alles drum und dran. Aber, zweiter Durchgang, das 2-1, hast du auch eigentlich so ein bisschen vom Bildschirm Kopf geschüttelt gesagt, nee, der Ball muss doch eigentlich im Aus sein, oder? Ja, das stimmt, ja. Wobei jetzt die FIFA
wie soll ich sagen, öffentlich jetzt gesagt hat, nein, der Ball war nicht im Aus. Ne? Wir reden da über Millimeter und dann wird die Kamera von allen möglichen Ecken genommen. Aber am Ende, Dennis, ich glaube auch, gut, okay, Japan wäre jetzt nicht im Achtelfinale, wenn sie das Tor jetzt nicht geschossen hätten. Aber am Ende, glaube ich, haben sie das aber trotzdem verdient, im Achtelfinale zu stehen. Ja, wobei, wenn wir das auch nicht vergessen dürfen, hätte Japan dann jetzt das 2-1 nicht erzielt, wäre die Situation eine andere gewesen. Und wir wissen, wie die andere Situation gewesen wäre, ne? Mit der Punktesituation und Deutschland wäre noch weitergekommen, weil 2-Tore-Differenz und hast du nicht gesehen, dann hätten wir jetzt hier über ein anderes Spiel diskutiert. Also von daher, ja, Kroatien im Spiel gegen Belgien, hinten aber richtig Glück gehabt. Also auch da so eine Geschichte, wo du dir denkst, so Lukaku, den musst du machen. In der Serie A, ich, ganz ehrlich, du guckst ja, du bist ja auch Tipper von der Serie A. Lukaku hätte den auch in der Serie A locker dreimal gemacht, oder? Mindestens dreimal. Ich gucke nicht nur die Serie A, ich bin ein ganz, ganz großer, wie alle Abonnenten von Sauberes Fußball wissen, Inter-Fan. Von daher, Lukaku, ich sehe jedes Spiel von Lukaku, aber man muss ja sagen, zu Lukaku jetzt, Lukaku war ja jetzt eine ganze Weile verletzt, ne? Hat jetzt wieder in der WM seit langer Zeit wieder gespielt. Ich glaube, wenn er in Topform gewesen wäre, hätte er das Tor auch gemacht. Aber um zurück zu diesem Spiel zu kommen, Dennis, Kroatien, man muss sagen, die haben jetzt nicht nur in diesen ersten drei Spielen der WM nicht verloren, sondern auch zuvor. Also ich sehe jetzt hier, die letzten 8 Spiele wurden allesamt nicht verloren. Da war auch Frankreich zweimal dabei. Einmal sogar gegen die Franzosen auswärts gewonnen. Also Kroatien hat ein starkes Team. Ja, um Gottes Willen, Japan wurde am Ende Gruppenerster, ne? in der Todesgruppe, sage ich jetzt mal. Aber ja, gut, okay, war natürlich viel Glück dabei, waren aber auch gute Spiele mit dabei, um Gottes Willen. Aber wer dann gegen Costa Rica verliert, sage ich jetzt mal, der wird dann erst recht gegen Kroatien verlieren. Ich bin der Meinung, dass wir dann erst in der Nachspielzeit, in der Verlängerung passieren, aber ja, es wird passieren, Kroatien wird gewinnen. Ja. Und somit im Viertelfinale stehen. So sieht's aus. Ja, würde ich fast schon sagen, das nächste Spiel tatsächlich erst vor kurzem bekannt gegeben worden, welches es sein wird, nämlich ist es das Spiel zwischen Brasilien und ja, Südkorea. Tatsächlich. Dazu wird der Jeff gleich auch noch bestimmt einiges zu sagen haben. Ja, wir denken beide, dass Brasilien gewinnt. Der Jeff sagt auf einen 3-0 Erfolg der Brasilianer. Na, ich denke doch eher in Richtung 2-0. Ja, Südkorea, Lucky Punch noch an Abschluss gehabt gegen Portugal. Dementsprechend dann auch dann ja, mehr oder weniger glücklich dann jetzt dann ins Achtelfinale gekommen. Brasilien im letzten Spiel, ja, 0-1 verloren gegen Kamerun mit B11. Ja, qualitativ hat das leider nicht so ganz geklappt bei Brasilien. Sie haben das Tor nicht erzielt und an Abschluss, ja, wird sie wahrscheinlich nicht stören, dass sie jetzt 0-1 verloren haben. Aber ich denke mal schon, dass der Schwung dann da von der A11 dann gegen Südkorea funktionieren wird. Aber Südkorea wird definitiv kein einfacher Gegner sein. Ich denke mal, die Brasilianer tun sich schwer, aber gewinnen souverän mit 2-0. Jetzt kommt bestimmt deine sehr interessante Meinung zum Südkorea-Weiterkommen. Na, also generell muss ich sagen, Dennis, der dritte Spieltag, der war doch ein bisschen gefälscht. Jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn der dritte Spieltag der erste Spieltag gewesen wäre, dann hätte Portugal gegen Südkorea 6 oder 7-0 gewonnen und Brasilien gegen Kamerun 8 oder 9-0 gewonnen. Gut, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du weißt schon, wie das gemeint ist. Ja. Ne? Wir wissen alle, weshalb Südkorea gegen Portugal gewonnen hat und weshalb Kamerun gegen Brasilien gewonnen hat. So, und deswegen, wie gesagt, wenn dieses Spiel auch schon in der Gruppenphase gewesen wäre, da hätte ich vielleicht sogar noch höher getippt. Dadurch, dass wir aber im Achtelfinale sind, habe ich dann am Ende nur 13-0 getippt, denn Südkorea ist sicherlich ja, hoch motiviert, ob Gottes Willen, sie stehen im Achtelfinale, so oft wird es nicht passiert sein in der Vergangenheit, aber am Ende gegen Brasilien,
Also für mich ist das auch hier eine ganz klare Sache. Ich gucke mal gerade hier nach den Quoten. 1,25, also wie eigentlich die Spiele zuvor. Auch hier haben wir einen ganz klaren Sieger. Ich finde es schade. Ich finde es schade, dass wir auch hier einen ganz klaren Sieger haben. Du hast vor dem Video gesagt, Dennis, dass es natürlich Überraschungen geben kann. Oh Gottes Willen. Wie wir gesagt haben, es schafft auch mal Bochum gegen Bayern zu gewinnen oder Augsburg gegen Bayern zu gewinnen. Aber wie oft passiert es? Ne? Und wie oft passiert es, dass in einer WM dann, wenn es dann drauf ankommt, wie gesagt, nicht in der Gruppenphase, wie gesagt, der dritte Spieltag, der ist gefälscht. Aber hier im Achtelfinale so große Überraschungen, glaube ich, wird es nicht geben. Ich wünsche es mir, ganz ehrlich, ich sehe lieber Südkorea im Viertelfinale als Brasilien. Mir ist es lieber, dass Marokko Weltmeister wird als Frankreich. Gar keine Frage. Ne? Aber leider bezweifle ich das sehr. Ja, wir werden vielleicht von einem Besseren belehrt nach Ende dieses Achtelfinals, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja auch so, dass sich das alles fortsetzen wird. Wo wir beim Fortsetzen sind, das nächste Spiel ist auch ein hochinteressantes Spiel. Das ist das Spiel nämlich zwischen der marokkanischen Nationalmannschaft, die Gruppenerster geworden ist, gegen Spanien, die Gruppenzweiter geworden sind. Alleine diese Konstellation. Also andersrum hätten wir wahrscheinlich nicht groß diskutiert, so von wegen, ach komm, Spanien ist Gruppenerster geworden, Marokko Zweiter, passt schon. Aber mit dieser Situation macht das Spiel erst richtig interessant. Daher denke ich, dass dieses Spiel wirklich erst in der Verlängerung entschieden wird und tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, denn ich denke mal, dass dieses Spiel wirklich lange Zeit unentschieden sein wird. Die Marokkaner werden kämpfen und fighten und alles Mögliche versuchen, um Spanien runterzuringen. Aber am Ende wird es eben die Energie denen fehlen, weil man hat auch gegen Kanada gemerkt, im ersten Durchgang, temporeich, aktiv, stark gespielt, Fehler von Bojan ausgenutzt, man muss es auch so sagen, aber nach hinten raus fehlte so ein bisschen die Energie von Marokko. Vielleicht auch, weil sie halt geführt haben. Man weiß es nicht. Ja, jetzt geht's gegen Spanien, die, ja, ähnlich eben, wie ich ja schon gesagt habe beim Japan-Spiel, im zweiten Durchgang irgendwie ihre Überlegenheit einfach nicht mehr auf Rasen gezeigt haben und dann dieses Spiel verloren haben. Nun gut, dann ist jetzt Gruppenzweiter, fährt einen anderen Weg, vielleicht den einfacheren. Das werden wir im Nachhinein sehen. Aber ich denke mal, dass Spanien sich dieses Spiel sehr knapp eben durchsetzen wird gegen Marokko. Deine Meinung dazu? Wenn es zu einer Überraschung kommen wird im Achtelfinale, dann wird es dieses Spiel sein. Da sind wir uns ja, denke ich mal, einig. Du hast ja dasselbe Ergebnis wie ich getippt, jedoch nach Verlängerung. Das heißt also, du bist sogar der Meinung, dass es nach den 90 Minuten unentschieden stehen wird. Ob es dann 0-0 oder 1-1 ist, ja egal. Ne? Ja, 1-1. Marokko, man muss sagen, ein Gegentor. Und das, obwohl in der Gruppe Kroatien, Belgien und halt eben Kanada war. Ne? Also sehr überraschend und wiederum sehr stark. Ne? So, ich frage mich jetzt aber, wer ist Spanien? Ist Spanien die Mannschaft, die 7-0 gegen Costa Rica gewonnen hat? Ist Spanien die Mannschaft, die 1-1 gegen Deutschland gespielt hat, was ja ein vielleicht sogar bislang das schönste Spiel der WM war? Oder ist Spanien die Mannschaft, die 2-1 gegen Japan verloren hat? Und keiner kann uns natürlich die Antwort geben. Wir können es nur vermuten. Ich glaube, dass Spanien ein Mix ist zwischen das, was sie gegen Deutschland gezeigt haben und das, was sie gegen Costa Rica gezeigt haben. Denn, wie gesagt, Dennis, auch dieses Spiel war gefälscht, sage ich jetzt mal, gegen Japan. Denn wenn Japan Spanien der erste Spieler gewesen wäre, hätte Spanien, denke ich mal, 2 oder wenn nicht sogar 3-0 gewonnen. Deswegen, ich bleibe der Meinung, dass Spanien eine starke Mannschaft ist, sicherlich stärker als Marokko, und deswegen bin ich auf mein 2-1 gekommen, das aber in der regulären Spielzeit. Ja, guck, so unterschiedlich kann es sein, auch wenn wir sehr oft sehr ähnlich tippen, aber manche Spiele sind eben dann mal so und mal so.
Kommen wir dann nun zum nächsten Spiel, was eventuell auch so oder mal so sein kann. Nämlich es ist das Spiel zwischen Portugal und der Schweiz. Und ja, diese beiden Teams sind eigentlich in den letzten Jahren sehr stark gewesen. Auch unter anderem im Final Four Duell der, wie heißt das nochmal? Nations League. Also selbst da haben sie schon im Finale aufeinander getroffen oder besser gesagt in dem Final Four. Ja, und jetzt denken wir tatsächlich, dass dieses Spiel aus meiner Sicht wird es ein knappes 2-1 für die Portugiesen sein. Sie haben vielleicht das Spiel gegen Südkorea verloren, ja, aber es hat einfach im ersten Durchgang das zweite Tor gefehlt. Und wenn das zweite Tor gefallen wäre, hätten sie dieses Spiel gegen Südkorea nicht verloren. Das ist meine Meinung, weil auch wenn das vielleicht der ein oder andere ein bisschen negativ aufstimmen wird, so von wegen, ach Quatsch, die hätten das eh verloren. Nein, ich denke mal, hätten die Portugiesen das zweite Tor im ersten Durchgang erzielt, hätten das Spiel auch gewonnen. Jetzt geht es eben gegen die Schweiz, die auf jeden Fall ein richtig hochinteressantes Spiel im ersten Durchgang gegen Serbien gezeigt haben. Also ein Hin und Her, wahrscheinlich die Schweizer Fans und auch die serbischen Fans im Achterbahn-Feeling. Im zweiten Durchgang ist das Spiel so ein bisschen abgeebbt, auch ein bisschen verschuldbar dadurch, dass die Serben wirklich müde geworden sind. Und ja, in diesem Spiel denke ich mal, dass Portugal einfach die Klasse zeigen wird, aber eben nur knapp gewinnen wird mit 2-1. Dein 2-1? Ja, Dennis, während du gesagt hast, ja, die Portugiesen hätten sie das Tor geschossen oder hätten sie es nicht geschossen oder wäre das passiert, da sage ich mir wieder, Dennis, auch hier, ich denke mir dann einfach wieder das Gleiche. Wenn das Spiel der erste Spieltag gewesen wäre, dann hätte doch Portugal nie im Leben gegen Südkorea verloren. Also ich wiederhole mich heute leider die ganze Zeit, aber so ist es einfach. Portugal ist eine starke Mannschaft, gar keine Frage. Das haben sie auch in den ersten zwei Spielen gezeigt, gegen Ghana und gegen Uruguay. Gegen Ghana 3-2 gewonnen, gegen Uruguay 2-0 gewonnen, 6-4 Tore in diesen drei Spielen, Schweiz 4-3 Tore in diesem Spiel. Gut, okay, man muss jetzt auch sagen, Schweiz hat schon gegen Brasilien gespielt und das war ein echtes Spiel, denn da war noch alles offen, das war ein echtes Spiel und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie schlecht gespielt haben. Das sagt auch das Ergebnis am Ende nur 1-0 und das Tor für Brasilien kam sogar irgendwas mit der 80. Minute, also am Ende kam das Tor. Ne? Von daher, Schweiz hat bislang eine gute WM gespielt. Also es ist okay. Aber am Ende, wie gesagt, gegen Portugal wird es nicht reichen. Portugal hat sehr, sehr viel Talent, mit oder ohne CR7. Denn Portugal ist nicht mehr nur CR7, ganz im Gegenteil. Auf der Bank sitzt ein Spieler, der Leao heißt, der in der Serie A im Moment super, super, super Fußball zeigt. Ne? So viel zum Thema Serie A. Deswegen bin ich der Meinung, wie gesagt, dass Portugal dieses Spiel gewinnen wird. Du, Dennis, bist ja auch der Meinung, 2-1. Das letzte Mal in Spieltag zuvor, als wir beide 2-1 getippt haben, haben wir das übrigens richtig getippt. Das war nämlich der Sieg für Marokko, glaube ich, gegen Kanada. Ja. Da haben wir beide 2-1 getippt und am Ende ist es so gekommen. Deswegen, liebe Zuschauer, tippt hier 2-1. Dieses Spiel wird auf jeden Fall so ausgehen. Und genau deswegen, liebe Zuschauer, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt, abonniert hier seinen Kanal im Mond 6510. Ja, oder hier bei Zauber des Fußballs, hier da drüben. Ne? Und Leute, nicht vergessen, nächsten Spieltag gibt es was ganz Besonderes bei ihm. Solltet ihr definitiv vorbeischauen. Bei mir gibt es die Short-Variante, bei ihm die Large-Variante. Genau, ja. Oh, wollen wir das jetzt verraten oder jetzt? Das reicht jetzt erstmal, oder? Ja, wie gesagt, bei dir Large-Variante, bei mir Short-Variante. Also ihr solltet definitiv dabei sein, ne? Also schaltet definitiv bei uns wieder ein zum nächsten Tipp, dementsprechend Viertelfinale. Euch viel Erfolg bei den Tipps und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dahin eine gute Zeit und ciao. Adios.